Ich habe mir was gegönnt und zwar ein GHD-Glätteisen. Mein altes Glätteisen ist schon eine ganze Weile kaputt und mir wurde versprochen, dass man alles repariert wird. Ich habe aber ein bisschen darauf spekuliert, dass das nicht passiert und habe jetzt wirklich ein gutes halbes Jahr tatsächlich mir überlegt, kaufe ich mir ein teures GHD-Glätteisen, habe mir einige Videos angeguckt, auch Vergleiche und so weiter. Und für meine Haare, die eben eher sehr fein sind, wurde mir dieses empfohlen. Und zwar werde ich euch auch mal den Kanal und das Video unten verlinken. Und das sieht so aus. Also das ist dieses Platinum Plus Glätteisen, was ich schon mal sehr cool finde, ist, dass das hier mit so einem Hitzeschutz kommt, ja, mit so einer kleinen Silikonkappe. Und so sieht das Glätteisen aus. Was ich sehr cool finde, ist, dass das hier unten nochmal, also zum einen, dass es bis unten durchgeht und auch, dass es eben hier nochmal so offen ist, weil ihr dann dadurch, wenn ihr jetzt eure Haare so eindreht, ja, und hier unten fällt was runter, dann fällt es eben einfach nur runter und wird nicht so eingeklemmt. Ja, und ich bin wirklich mega gespannt jetzt auf das Glätteisen. Ich habe es wirklich noch nicht großartig ausgepackt, also ich habe es ausgepackt, aber ihr seht, hier sind immer noch die Drähte dran. Es ist Anfang der Woche angekommen und jetzt habe ich gedacht, ich muss es einfach ausprobieren. Was ich auch sehr cool finde, ist, dass sich das Kabel so dreht, ja, dass man also, ja, dass es relativ sicher ist. Es hat auch ein ziemlich langes Kabel. Ich stehe mal auf. Also 2 Meter ist es locker lang. Ich werde euch natürlich das Glätteisen unten in der Infobox verlinken. Ich habe es bei Flaconi gekauft, da war es jetzt auch noch im Angebot. Es hat knapp 200 € gekostet. Ich werde es mal zum Aufheizen hier in seine kleine Mütze stecken. Das ist eigentlich auch ganz cool, dass ihr hier drin den Ein- und Ausschalter habt. Denn dadurch ja, kommt ihr nicht hier draußen irgendwie doof drauf. Ich finde auch die Farbe so schön. Und mal schauen. Habt ihr das gehört? Und dann lese ich einfach nur mal quer. Also die Sicherheitsanweisung und so lese ich ehrlich gesagt immer nicht. Aber es. Offensichtlich ist er fertig. Mega schnell. Keine Ahnung, wie heiß er jetzt ist. Und man merkt wirklich hier draußen überhaupt nichts. Ich lasse jetzt mal kurz da liegen. Also es steht nicht drin, ob man irgendwie das Heat-Setting, also die Hitze sozusagen verändern kann. Deswegen vermute ich, dass er konstant irgendwie bei 180 oder so bleibt. Was eigentlich so für feine Haare die perfekte Temperatur ist. Ich sprühe hier nebenbei einfach nur einen Hitzeschutz auf und dann nehme ich mir einfach, bei mir reichen immer dann so 2 Sections sozusagen, die ich voneinander abtrenne, weil ich auch nicht so viele Haare habe. Und dann nehme ich immer einmal die obere Partie und dann habe ich mir angewöhnt, hinten nicht genau die Mitte zu nehmen, sondern so ein bisschen rechts der Mitte mir die Hälfte abzunehmen und entweder ich stecke mir das auch mit einer Spange fest oder mit einer Klammer oder halt einfach nur so zur Seite. Und jetzt ist es schon ein bisschen wärmer, aber man kann es super noch anfassen. Echt richtig gut. Und jetzt bin ich total gespannt, ob quasi das so gut ist, wie alle sagen. Ich habe mir noch einen ganz dünnzackigen Kamm genommen, um meine Haare damit vorher noch mal schön durchzukämmen. Und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt meine Haare glätte oder welle. Ich glaube, ich werde sie mal wellen, weil ich muss sie erstmal noch schneiden, bevor ich eigentlich sie wieder glatt machen kann. Geht super leicht durch die Haare. Und schaut, da ist meine erste kleine Welle. Geht super leicht durch. Und lässt sich auch einfach so einfach bedienen, liegt richtig gut in der Hand, weil ihr hier hinten eigentlich das Schwere habt. Und dadurch seid ihr immer aufgefordert, das hinten festzuhalten und nicht so weit vorne. Und dann ist hier auch noch so eine kleine Erhebung und die zeigt eigentlich an, wie weit ihr mit den Fingern nach vorne dürft, damit es eben hier nicht zu heiß wird für eure Finger. Ist auch ganz cool. Und ich nehme jetzt relativ random hier die Strähnen, manchmal ein bisschen dicker, manchmal ein bisschen dünner. Ich will einfach nur Wellen machen und ich nehme meine Haare immer so, dass ich das Glätteisen von oben ansetze. Schaut mal, wie glänzend das ist. Oh, Hammer. Richtig schön. Also ich glaube, ich finde es jetzt schon richtig schön.
Was auch sehr cool ist, ist, dass das hier so schön abgerundet ist. Seht ihr, was ich meine? So dieses, das Äußere, das Gehäuse ist so schön abgerundet, dass ihr euch keine Kanten sozusagen in die Haare einbaut, wenn ihr sie wellt. Okay, weil mein Handy gerade ein paar Speicherprobleme hatte, und ich gleich los muss, habe ich jetzt schon mal etwas weitergemacht und habe aber gedacht, ich möchte mit euch auf jeden Fall noch so die letzten paar Strähnen machen. Schaut euch mal diese Seite an, wie wunderschön meine Haare glänzen. Ich habe sie gestern früh gewaschen und geföhnt. Einfach nur, ja, so ein bisschen Blowout-mäßig geföhnt. Und es ist jetzt so, sagen wir mal, 36 Stunden etwa her. Und ja, seitdem ist nicht viel mit meinen Haaren passiert, aber ich habe sie halt schon mit Hitze behandelt nach dieser Wäsche. Ich muss aber auch wirklich sagen, meine Haare sind gerade super gesund und ja, deswegen kann ich eigentlich relativ viel auch mit ihnen anstellen. Und ich bin First Impression echt total begeistert, gerade von diesem wunderschönen Tool. Es sieht nicht nur total schön aus, es geht auch einfach so schnell. Wirklich, also. Und ich habe schon lange kein Glätteisen mehr benutzt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich total krass in der Übung bin oder so. Und das war's. Jetzt gebe ich mir noch eine kleine Menge Haarspray drauf. Dann schauen wir gleich mal, ob ich noch ein bisschen nachjustieren muss. Das ist so schön, damit zu arbeiten. Wirklich. Also, das kann ich echt nur empfehlen. Und jetzt. Tschüssi, hat's gesagt. Genau. Und jetzt stecke ich es einfach wieder in seinen Überzieher. Falsch rum. So rum. Und dann kann es echt schön abkühlen. Also, es ist sehr gut durchdacht. Und jetzt lasse ich die Haare ein klein wenig abkühlen. Und dann wuscheln wir sie gleich zusammen durch. Okay, jetzt nehme ich mir einen breitzackigen Kamm wieder und gehe mir ganz locker durch die Haare. Und damit können wir ein richtig schönes Volumen schaffen. Könnt ihr sehen? Und das mache ich natürlich auf beiden Seiten. Und anschließend zur Pflege, aber auch für die Optik, gebe ich noch ein Öl rauf. Und zwar habe ich hier gerade eins von Xiaya, was ich total mag. Und das gebe ich mir einmal hier, knete ich es mir schön ein, um wieder ein bisschen Definition auch reinzubringen. Könnt ihr den Unterschied erkennen? Ein bisschen mehr Definition ist da, aber durchs Durchkämmen ist es halt keine, ja, krasse Locke mehr. Und den Rest gebe ich mir noch hier oben auf meine kleinen Flyaways. Und das ist eigentlich ein Look, das trage ich fast jeden Tag. Dann würde ich sagen, lasst dem Video ein Like da und schreibt mir gerne noch was in die Kommentare. Und jetzt bedanke ich mich fürs treue Zuschauen. Schreibt mir bitte unbedingt auch unten rein, ob ihr auch gerne Glätteisen verwendet, ob ihr das GHD kennt, vielleicht sogar selber eins habt. Und jetzt bedanke ich mich wieder fürs treue Zuschauen bis hierhin. Ich muss jetzt ganz schnell los und sage wie immer, bis bald. Bye bye.